Hallo, ihr Gewirrlinge! Der namenlose Held ist auf dem Weidenplateau vor der Tür zum Pass ins Minental. Ja, und jetzt heißt es bye bye, heile Welt der Insel Korinis. Hier gibt es Zivilisation, hier gibt es Händler, hier gibt es grüne Wiesen, hier gibt es kleine possierliche Tierchen und die Tierchen im Minental sind nicht ganz so possierlich. Ja. Aber Held, du bist Stufe 21. Es wird schon irgendwie gehen. Ich brauche übrigens nur noch knapp 7000 Punkte. Was heißt denn hier eigentlich nur? Ach, eine Horde Orks brächte mir all diese Erfahrung, aber das wird leider nichts. Orks sind noch komplett unverdaulich. Oh. Junge Wölfe. Ach, wie süß. Ach, triff doch mal auf Entfernung. Jawohl. Was? Wieso bekomme ich jetzt so einen Tusch hier? Was habe ich eigentlich gerade an? Der Held trägt den Assassinendolch und den guten Bogen. Ja, das soll so bleiben. Wolfskram. Und ich bin echt mal gespannt, was die Liver-Edition eigentlich aus dem Minental gemacht hat. Ich habe es noch nie gesehen. Hier gibt es überall Skelette, aber nichts da. Und wieso ist ja eigentlich alles sofort dort? Wegen der Orks oder was? Und da ist der nächste. Oh, der beißt sich fest. Mensch, Held. So haben wir nicht gewettet. Ja, ich weiß ja noch, dass es da so einen Schleichweg gibt. Den werde ich auch gehen müssen. Alles andere ist vollkommen unmöglich im Moment. Wenngleich ich auch gerne mich durch diese Ork-Horde moschen würde, die da vorne kampiert. Da ist schon der erste. Wie komme ich denn hier hoch eigentlich? Ich fürchte, ich muss mindestens einen Ork platt machen. Oh. Uiuiuiuiuiuiui, Tiffy. Ork-Krieger. Krasch, Agasch. Und 11 Goldmünzen. Meine Fresse, brauche ich dafür Mana für. Wie komme ich denn da hoch? Irgendwie war das doch so, man konnte da irgendwie hoch und dann... Und wenn man... Ach, hier war das. Denn wenn man bei den Orks war, da war es nämlich schon zu weit. Jawohl, hier war das. Wobei, wer weiß, was da oben ist. Oh! Ach, sind nur Ratten. Held, das sind zwar nur Ratten, aber trotzdem, nimm doch mal deinen Bogen. Held, okay. Es ist gerade unmöglich für einen Helden, einen Bogen zu zücken. Und dieser Tusch, der ist völlig ungerechtfertigt. Oh, die machen aber auch einen ekligen Krach, diese Ratten. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen unentspannt gerade. Scheiße Miedental, ey. Ach, noch eine. Aber die hat nur Augen für die toten Kameraden. Na komm, du kommst auch noch dran. Ach, da ist noch eine. Ey, Held. Danke. Jetzt hast du hier einen Pfeil liegen lassen, stimmt's? Jawohl. Oh, Ratten, ey. Ja, also hier ist das Versteck, wo es dann hochgeht. Und ich wollte gerade sagen, nimm mal so eine Minecrawler-Zange. Maximales Mana kann gerade nicht schaden. Wo ist das eigentlich? Da. Danke. Und beiß mal ins Fleisch.
Oh, das war Bier. Das ist aber auch egal. Bier und Fleisch. Na gut. Will ich nichts gegen sagen. Hier geht's rauf. Da sind aber bestimmt nicht nur Ratten. Da sind auch ganz fiese andere Dinge, die mich beißen wollen, oder? Nee, hier erstmal gar nicht. Da drüben bestimmt wieder. Finde ich ja noch einen schönen Schatz. So eine Kiste mit... Oh, scheiße. Goblins. Kein Kratzer. Goblins weg. Irgendwie ist die Musik schon ein bisschen... Oh, der will mich angreifen. Muchachanjo. Uk, uk. Du kennst hoffentlich den Weg hier auch nicht, oder? Kennst du den? Hey, du kleines Mistvieh. Njam, 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 njam. Der nervt mich. Und seine Muchachanjo. Uk, uk, ist natürlich nicht zu treffen. Wenn ich runterfalle, bin ich tot. Tolle Situation, oder? Er dreht sich da unten im Kreise. Im Kreise. Ach, direkt unter der Brücke. Einen blöderen Ort zum Kreise drehen hättest du dir auch nicht suchen können, ja? Mann, bist du doof. Wenn ich hier stehe, dann locke ich noch andere an, wenn ich Pech habe. Das kann ich vergessen. Das ist Pfeileverschwendung par excellence. So, ich gehe einfach weg. Vielleicht verliert er dann meine Spur. Wenn ich zu weit von ihm weg bin, dann geht ja der Kampfmodus aus. Nichts zu holen. Goblins habe ich hier. Eigentlich 4 Stück. Nichts zu holen. 2. Nichts zu holen. 3. Nee, der 4. ist hier. Nichts zu holen. Und der 5., der war hier vorne, die kleine Mistkröte. Zwei Goldstücke. Hier haben sich also Goblins angesiedelt. Eigentlich mache ich mir wahrscheinlich viel zu große Sorgen, weil man sollte ja und konnte ja schon viel früher ins Minental gehen, als ich jetzt hier. Was habe ich denn da? Einen Schürhaken. Das ist kein Geheimversteck, glaube ich. Goldener Ring. Und das ist eine Heilungsessenz. Nee, da mache ich jetzt kein Geheimversteck draus. Das findet doch jeder. Und hier. Truhe. Rechts, nein. Links, rechts, links. Links, links, rechts, links. Grr. Links, rechts, rechts, links. Das war's schon. 20 Gold. Ein Dolch und eine Heilungsessenz. Und ein Lederbeutel. Noch was? Nö. So, Achtung, da oben könnte was Garstiges sein. Speichern. Ich habe den dummen Ork da unten wieder aktiviert. Toll. Ha. Muchachanjo. Muchachanjo. Der nervt. Der nervt. Der nervt mich. Ey. Danke. Triff doch mal auf die Distanz. Du hast Bogen 40. Das ist da jetzt auch nicht nichts. Oh, das war gut. Junge Wölfe. Das Gute an jungen Wölfen ist, dass sie genauso viel Trophäen dabei haben wie ältere Wölfe. Das Schlechte ist, sie geben, glaube ich, weniger Erfahrungspunkte. Truhe! Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links. Das war's. 2 Extrakte der Heilung. Das Spiel will mich irgendwie ein bisschen pampern hier. Weil es glaubt, dass ich gleich schlapp mache, oder wie? Nie und nimmer.
Wer mein gewirres Gameplay kennt, aus mittlerweile doch einer ganzen Reihe voller Let's Plays oder von Let's Plays, oh, ein Bergkristall. Er weiß, dass ich hier durchpflügen werde. Wie ein Gewirbelwind. So. Hier oben. Genug der Selbstbeweihräucherung. War da oben noch irgendwas? Hüpf, Held, hüpf. Es wäre ja eigentlich schlau, da oben was hinzupacken. Oder? Wäre das schlau? Also ich würde das machen als Spiele. Seiner. Oh, jetzt komme ich hier nicht wieder. Scheiße. Das war ja klasse. Ich komme hier nicht wieder weg. Ach, scheiße. Laden. Ich lasse die Kletterei jetzt. Es geht ins Minental. Punkt. Geht. Totuka. Was? Totuka? Minental? Ist Totuka orkisch für Minental? Oder ist das einfach nur russisch? Ich glaube, das ist russisch. Für Minental. Weil die Lever-Edition, ich glaube, diejenigen, die das gebaut haben, das sind Russen, glaube ich. Totuka. Ich habe das Tortuga gelesen. Butlerfleisch. Oh, da ist wieder dein. Ach, scheiße, ich gehe zurück, ich gehe zurück, ich gehe zurück. Speichern. Ich werde den da legen müssen, es wird nicht anders gehen. Okay, er braucht 6 Feuerbälle. Wenn alle treffen. Borgkrieger mit einer Münze wird immer weniger. Tja, wo bin ich hier? Ach, Moment, ich bin... Genau, ich weiß, wo ich bin. Das ist... Da oben ist der Austauschplatz gewesen. Und wer mein Let's Play von Gothic Teil 1 verfolgt hat, der weiß, dass ich hier irgendwo meine Erzbunkertruhe hatte. Und ja, da oben sind also Orks am Austauschplatz. Und hier geht's runter. In Richtung altes Lager, ja? Erkennt ihr es wieder? Alte Gothic-Veteranen? Das hier war in Gothic Teil 1 eine verschüttete Mine. Da konnte ich immer oben hochklettern und dann da irgendwas einsammeln. Das kann ich bestimmt jetzt auch. Alles andere würde mich schwer überraschen. Die Truhe gab es, glaube ich, auch schon im ersten Teil. Rechts, links, rechts, jawohl. Eine kleine Mana-Essenz, das sehe ich gern. Was ist denn das hier? Ach, das ist dieser Balken. Oh wei. Im alten Lager ist noch jemand. Und vorm alten Lager auch. Korrigiere. Überm alten Lager. Zwei. Au, Backe. Oh je, Held, da wollen wir doch echt nicht hin, oder? Einer hat überlebt. Oder? Nein. Held, von all dem ahnst du nichts, oder? Hast du irgendwelche siebten Sinne? Okay, okay, es gibt einiges zu tun. Packen wir es an. Also, ich wollte noch eins höher. Und es ging im ersten Teil. Geht's auch in Teil 2? Wieso habe ich eigentlich keine Musik mehr? Ich habe wirklich keine Musik. Das ist doof. Ich speichere und lade mal. Das ist schon viel besser. Hier oben standen Bäume. Hier war es eigentlich ganz heimelig. Jetzt ist hier gar nichts mehr. Wie geht's? Das ist ja fürchterlich. Hier wächst doch auch nichts. Hier brauche ich heller gar nicht zu rufen. Das hier war mal die erste ursprüngliche Mine des alten Lagers. Das weiß der Held aus Erzählungen.
Und das da, das ist das Minental. Auweia. Auweia, du warst doch erst vor ein paar Wochen hier. Da ist irgendeine Barriere errichtet worden. Links. Das alte Lager ist noch halbwegs intakt, zumindest die Burg, die den Kern des alten Lagers darstellt. Außen herum, der Bereich, wo die Butler hausten, der ist quasi in Schutt und Asche gelegt. Waren ja auch nur Hütten. Da hinten ist offenbar Xardas alter Turm. Der wechselt die Türme auch wie andere Leute die Socken. Und da ging es da nicht zum neuen Lager rüber. Boah, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ich kann mich jetzt nicht hier gut orientieren. Oder war das das Sumpflager? Auf jeden Fall wachsen hier nur noch sehr, sehr wenige Bäume. Das ist verstörend. Ach, Held. Was sollen wir hier? Drachen jagen. Klasse. Weil der ehrenwerte Lord Hagen uns ja nichts glaubt. Da kommt ein Magier Innos zu ihm und erzählt ihm was. Und was will er? Er will Beweise. Aha. Naja, was erwarte ich eigentlich auch von den Truppen von König Robart? Runter. Ne, Robart. Robart war der Sumpfkrautbauer in Rissenteil 1. Faranga. Ja, ja. Oder? Ja doch, das war so. Robart war der König und Robart mit T hinten. Oh, hallo. Das war der Sumpfkrautbauer. Theater. Die hauen doch immer einmal zu. Feldräuber. Mit Kram. Was ist das hier? Heilkraut. Liegt hier was Nützliches? Nö. Hier. Feuerkraut. Skelettis. Habt ihr hier doch mal versucht, irgendwas rauszuhacken oder was? So sah das doch nicht aus vor wenigen Wochen. Das ist eigentlich nicht gut bekommen. Jo, ich sehe hier nichts mehr. Soll ich jetzt wohl mal zum Austauschplatz hochschleichen? Oder nee, das sollte ich nicht tun, weil da ist ja genau der Ork-Pass. Da kommt dann ein Ork nach dem anderen. Die Orks, die ich draußen gekillt habe, also vor dem Laden hier des neuen Gebiets, das waren die ersten Orks, die den Pass besetzt halten. Und der Ork, den ich hier gerade gegrillt habe, das ist der letzte, der den Pass bewacht hat. Und dieser Schlupf hier durch diesen Minenstollen, der hat mich um die Orks herumgeführt. Was ein Glück. Na gut, also auf bekannten Wegen in Richtung Talkessel. Hier erwarte ich jetzt eigentlich keine Orks mehr. Zumindest. Ach, Drachensnapper, schön. Scheiße. Kann ich den denn mit einem Bogen killen? Naja, erstmal sollte ich die Fliegis wegmachen, die stören mich. Eins. Zwei. Und komm, du auch noch. Komm, komm, komm. Zielen, zielen und. Leg die nieder. So, ich habe noch nie gegen einen Drachensnapper so richtig gekämpft. Mal speichern. Vielleicht habe ich doch das Können, ihn zu legen mit Pfeil und Bogen. Na? Du frisst da was. Oh, das wird sehr, 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 sehr knapp. Okay, merke, mit Pfeil und Bogen geht das nicht. Das ist ungünstig. Dann muss ich die nächste Zange aussaugen. Und dann, mit Feuerbällen wird's gehen. Boah, Drachensnapper, dass die so heftig sind. Oh, toll! Oh, der beißt einmal zu und zwei Drittel sind weg. Och, Held.
Och Mensch. Du bist Stufe 21. So, Blutfliegenkram und Drachensnapperkram. Eingesammelt. Und zwar hurtig. Was ist das hier? Heilkraut. Oh je, oh je, oh je. So, wo ist denn jetzt das Fleisch? Eins, zwei, danke. Der Drachensepper hat an einem Paladin rumgekaut, glaube ich. Fackel. Feuerkraut. Tatsächlich. Wo ist denn der Drachensepper? Der ist hier oben. Ich finde vier Krallen. Was sind das da? Zwei Hörner eines Drachensäppers. Ach, immerhin. Das ist teuer. Schön. Und der Paladin hier, dem hat seine Rüstung offenbar auch nicht mehr geholfen. Ich finde Milch, Wasser, einmal eine Waldbeere. Was ist das hier? Heiliges Licht. Paladin, Zauber. Was soll denn das heißen? Alte Münze und Gold. Kann ich den sprechen? Heiliges Licht. Das ist einfach nur so ein Licht. Macht das irgendwas, weil das heilig ist, oder ist das einfach nur eine Beleuchtung? Im Moment denke ich, ist es nur eine Beleuchtung. Aber schön, dass ich mir diese Rune noch nicht angefertigt habe. Jetzt habe ich sie nämlich. Und zwar ganz umsonst. Dann weiter nach unten. Ich schaue wie immer rundherum. Den ersten toten Paladin haben wir schon mal gefunden. Lieber Held Heilkraut war da. Da, ja. Bekannter Weg. Hier ist bis auf die fehlende Vegetation und dass hier alles so ausgedörrt ist. Alles wie eh und je. Und das Licht nervt ein bisschen, wenn ich ehrlich sein soll. Im Dunkeln ist es bestimmt hilfreich, aber so nicht. Da ist einer. Speichern. So, nach dem Laden ist das Licht weg, erstaunlicherweise. Jägern. Hey. Und geladen habe ich, weil Taschendiebstahl bei ihm nicht funktioniert. Jägern kommt auf die Liste. Warum stehst du hier rum? Ich komme aus der Burg. Sie haben mich geschickt, nach den Vermissten zu suchen und die Gegend zu erkunden. Und das tust du, indem du hier rumstehst, oder was? Vermisste? Beim Angriff der Drachen sind einige abgehauen. Die meisten haben es nicht geschafft. Wen wundert's? Aber wenn es noch Überlebende gibt, werde ich sie zurückbringen. Aha. Was muss ich über diese Gegend hier wissen? Wenn du überleben willst, dann geh zurück. Wo auch immer du hergekommen bist. Die Grünfälle belagern seit Wochen die Burg. Und irgendwo verstecken sich auch diese Drachen. Das ganze Minental wimmelt nur so von Orks. Ganz egal, wo du hin willst, das wird kein Spaziergang. Oh je. Kannst du mir helfen, in die Burg zu kommen? Klar, aber du musst mir einen Gefallen tun. Wenn du es bis in die Burg schaffst, dann sprich mit dem Paladin Oryk. Sag ihm, dass es seinen Bruder oben am Pass erwischt hat. Ja, der wird er mich aber mögen für diese Nachricht. Wie komme ich in die Burg? Zunächst mal kannst du den direkten Weg vergessen. Aber wenn du die Burg einmal umkreist, hast du von der Rückseite eine Chance. Du solltest die Wege meiden und den Fluss nutzen. Am besten du schwimmst ein Stück flussabwärts, von da an ist es leichter. Hinter der Burg steht eine Orgramme, darüber kommst du hinein. Schleich dich so nahe wie möglich an die Orks ran und dann lauf. Wenn du schnell genug bist, kannst du es schaffen. Und wenn nicht? Okay. Jägern hat mir eine neue Queste gegeben. Schlechte Nachricht heißt sie. Und mit schlechten Nachrichten geht's vielleicht auch weiter im nächsten Teil. Bis dahin.